Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von For the King mit mir, eurer Lan 4 und dem guten MS Standard. Hallihallo. Ja, wir versuchen jetzt hier zum Wassertempel zu kommen. Ich hoffe, das gelingt uns noch, aber das sieht gut aus. Starke Brise. Ja. Nice. Ja, ich denke, wir schaffen es mit Mühe und Not. Wahrscheinlich wird jetzt der Rundenumbruch sein. Dann wird die Flut jetzt einen weiterziehen, oder? Ja, genau. Und dann passt das genau. Perfekt. Also wenn wir den Kampf gewinnen, heißt es, ne? Also mal schauen. Elke wird auf jeden Fall gleich ein Level-Up haben nach den ersten ein oder zwei Kämpfen. Sehr dann ist sie wieder komplett gesund. Das ist gut. Und du, ja, weiß ich nicht. Ja, geht schon, komm. Hau rein. So krass wird er schon nicht. Vielleicht können wir ja zwischendurch mal zelten. Oft geht das ja bei den größeren Tempeln. Ja, schauen wir mal. Ein altiger Tempel tut sich auf. Pockennarbige Steinreliefs zeigen epische Seeschlachten und sagenumworbene Leviathane. Leviathane, sind das für Wörter hier. Es ist lange her, dass hier jemand gebetet hat. Tja. Ja, gut. Ja, genau. Leviathan. Vielleicht müssen wir ja nur beten, dann ist ja alles in Ordnung. Oh, das ist ja cool hier mit den Dingern. Ach so, das ist eine Falle. Oh, oh. Okay. Das ist Geschwindigkeit, nee, du bist der Beste. Ich bin gut. Hier, ne? Achso, wenn Geschwindigkeit müssen wir alle machen, ne? Entwaffnen ist das, wo wir alle sicher sind. Achso. Und da braucht es Wahrnehmung, da bin ich aber auch die Beste. Yay. Na denn, hopp, hopp. Scheiße. Gut. Ja. Nicht gut. Jo. Verdammt. Entschuldigung. Und guck dir mal an, wie lang der Dungeon ist. Uha. Jo. Ach, das geht. Jetzt kann sie gar nichts auswählen. Wer ist denn jetzt dran? Du bist noch dran, oder? Ach so, oh, Entschuldigung. Ja, man muss noch. Jetzt müssen wir halt alle mit Bewegung leider machen, glaube ich. Ja, tschüss. Ja, geht nicht anders, leider. Wahrnehmung nein, konnte ich nicht mehr. Sie macht es da mit Talent, lustigerweise. Aha. Das ist ja witzig. Hat sie eigentlich auch ganz gut. Eine 50-50 Chance, dass sie es. Aber macht doch keinen Fokus. Fokus ist besser für die anderen Gegner, würde ich sagen. Ich würde jetzt keinen Fokus verbraten. Also sie hat jetzt auf Entwaffnen 27% Erfolg und auf Fortfahren 23%. Aber ganz ehrlich, guck mal, du bist am höchst mit Bewegung. Der kommt auf jeden Fall durch die Falle und die schafft das bestimmt auch. Also ich würde da einfach mit Bewegung jetzt beide nochmal durchbringen. Ich glaube, ich schaffe das beide. Entwaffnen ja, ist Elke, ich Elke ist jetzt ja dran. Sie hat eine Chance von 23% ohne Fokus. Ach so, steht da. Ach so, bei ich habe gar nicht hier, ich habe hier rechts gar nicht auf die Tafel geguckt, sorry. Aber der Fokus wäre halt bei Gegnern besser gewesen. Naja. Ja, wenn ich das Ding jetzt entwaffnen will, habe ich eine Chance von 4. Nee, ist doch Quatsch, jetzt kannst du dort durchrennen. Ist doch keiner mehr da außer dir. Komm, ne, schaffst du. Ja. Ach, du Angsthase. Sonst mal so spannend machen und hier so ein Angsthase sein. Wenn ich keinen Fokus benutze, habe ich eine Chance von... Was erkläre ich dir das eigentlich? So. Naja, aber wir müssen hier noch einen ganzen Tempel durch, ne? Ohne Fokus jetzt, das ist... Autsch. Ja, es war aber auch eine Chance, dass ich sterbe, also... Hm. Na bitte, geht doch. Ach, war gar nicht. Er hätte Gottesbad angezeigt, aber naja, egal. Hä? Ja, aber da. Fehler in der Anzeige. Achso, okay. Yay! Oh, das hat aber nicht viel Flächenschaden gemacht. Naja, gut. Ich hätte mal die andere Waffe jetzt ausprobieren sollen. Na, zwischen den Runden, ne, vielleicht. Elke stellt sich eigentlich ganz gut an. Ja, das Schild ist auch ganz gut eigentlich. Das hätte auch Flächenschaden. Schön. Oh, supi. Perfekt. Mensch. Nice. Wenn sie jetzt Flächenschaden hat, kann ich ja wirklich die andere Waffe nehmen. Dann brauchen wir den ja nicht mehr. Du meinst jetzt den Bogen? Hm, würde ich gerne mal ausprobieren, tatsächlich. Ja, ich bin davon überzeugt, dass da gleich ein Bosskampf kommt, also... Der Boss ist doch erst später, das haben wir doch auf der Karte gesehen. Nein, in diesem Dungeon. Ja, deswegen würde ich ja gerne das mal ausprobieren. Ja, aber nicht jetzt in diesem Kampf. Nee, später. Jetzt nicht. Jetzt wird doof. Also irgendwie reden wir jetzt total aneinander vorbei. Ja, so ein bisschen. Seit der Aufnahmepause. Erst seit da? Mensch. Ich weiß nicht. Schade, reicht leider nicht. Krieg ihn nicht weg.
Yay. Und? Naja. Nein. Oh. Für mich nicht, wegen der Wahrnehmung. Guck du dir mal an. Ach, der hat Betäubungsimmunität. Also Wahrnehmung brauche ich nicht. Die hast du ja. Bogen- und Stangenwaffe ist Wahrnehmung. Plus 2 Stärke, also ich werde mir das Ding ausrüsten. Da ich ja noch keinen Helm hatte, von daher. Oh, Reinigungsschriftrolle. Ich verstehe gar nicht, ich bin eine Fallenstellerin. Warum kann ich denn gar keine Fallen stellen? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Irgendwie komisch. Kann ich jetzt hier meine Waffe im Menü wechseln eigentlich? Jetzt in der Vorbereitung müsste das doch gehen, oder? Nicht schon, weil dann würde ich den Glasburg nehme ich jetzt noch nicht. Den will ich ja für den Endgegner vielleicht haben, aber ich könnte mal die Donnerbüchse ausprobieren. Ach, mit der Waffe hier, mit der Donnerbüchse, kann ich tatsächlich zurücksetzen. Gut. Wunderbar. Die versuche ich mal. So, mal gucken, ob das was wird. Malak! So, immer wenn einer kommt. Okay, was kann ich denn Schönes? Oh, die hat sogar Flächenschaden. Zurücksetzen und Standardangriff. Ja gut, der macht nicht so viel. Ja, soll ich schon mal einen zurücksetzen? Ich kann die hier zurücksetzen. Mach ich mal. Die wäre als nächstes dran, ja. Oh, super. Das Zurücksetzen ist sogar nur ein Ding. Das ist ja super. Ja, es kann aber sein, dass der jetzt gleich nachladen muss, ne? Das ist wahrscheinlich dann der Nachteil bei der Waffe. Schauen wir mal. Und wenn die dafür übertrifft, wäre super. Oder so gut. Schade. Ach ja, okay, der Flächenschaden funktioniert tatsächlich nur beim perfekten. Ja, ja, das ist bei jeder Waffe so leider. Oh, du musst heilen. Sein. Oh Gott, du musst unbedingt heilen. Nee, ich muss nicht. Ah, okay, ich kann nicht. Ja, ich muss Waffe nachladen oder. Deswegen mussten die vorhin nicht nachladen. Ich kann einen Standardangriffsschuss machen. Der macht aber so gut wie keinen Damage tatsächlich. Okay. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Damit bin ich ja quasi mit zurückgesetzt. Das ist unschön. Ja. Dann bringt das leider nicht so viel. Ja, dann gefällt mir die Waffe, glaube ich, auch nicht so. Wenn das immer so ist. Dann wechsle ich das, glaube ich, wieder. Sehr schön. Mist, jetzt bringt mir auch mein Angriff gar nichts, weil ich ja... Mal ich wieder zurücksetzen. Aber das ist natürlich gut. Dass es immer klappt, ist super. Also kann ja quasi kaum daneben gehen. Wie viel Prozent hast du denn bei dem Einwürfel? Oh, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich glaube hoch. Ich sehe es ja gleich nochmal. Moment. 76%. Na gut, ist gar nicht mal so gut. So, ich werde jetzt auch mal schießen. Die schlägt damit das so. Das geht natürlich auch. Warum schmeißt du ihm das Ding nicht gleich an den Kopf? Das hätte auch was. Irgendwie gefällt mir die Waffe nicht. Auch musst du wissen. Nee, ich mag die auch nicht. Zwei Intelligenz. Was macht Intelligenz? Stäbe, Bücher. Nee, ist nicht meins. Wenn du einen Stab hättest, dann wäre es gut für dich quasi. Achso, aber 3 Widerstand dafür. Nee. Also Elke brauchst du nicht und ich brauch's auch nicht. Ich auch nicht. Könnte dadurch meine Intelligenz erhöhen und dann Stärke wieder runter. Nee, muss ich nicht. Brauchen wir nicht. Dann verkaufst du. Ja, vielleicht kommt ja sogar ein Händler hier. Obwohl, dann kann man glaube ich nur einkaufen, ne? Aber werden wir ja gleich sehen. Ich muss die Waffe wechseln, ich mag die nicht. So. Bereit. Ah, oh, das könnte eine Mimik sein. Und wir haben keinen Dings. Wollen wir es riskieren? Was musst du denn hier nochmal machen? Na, da bräuchten wir so eine Schriftrolle, die das erkennt, ob es eine Mimiktruhe ist oder nicht. Ah, oh, Glück gehabt. Yay. Oh, Talent. Braucht keiner. braucht Talent sonst noch wer? Moment. Talent, Genauigkeit? Nee, tatsächlich nur musikalische Waffen.
gut, dann. Ja, sie hat nur 77 Talent, aber. Na, guck mal, magischer Schaden. Vielleicht für den Mönch. Vielleicht hast du ja mal einen Stab, dann kannst du es vielleicht noch brauchen. Ja, ich sammle das erstmal ein, bevor ich es nehme. Ja. Deckungsabstand, Bewegungsbonus. Oh, Bewegungsbonus ist natürlich schön. Sie wird 3 Ausweichen verlieren, wenn sie das ersetzt. Und ich habe es, glaube ich, noch gar nicht. Oh, na denn. Ja, dann rüste ich das aus, ja. Mhm. Schön. Ich hätte mal wieder Gottesbart angezeigt. Obwohl, weiß nicht, was das soll. Bug. Seltsam. Ja. Moment, ich muss mal kurz noch was machen. Den will ich auch gerne mal ausprobieren. Ich habe gerade noch mal meine Waffe gewechselt. Okay, was haben wir denn? Entwaffnen könnte ich probieren. Eigentlich ist meine Wahrnehmung ja gut. Das wäre gut, weil Elke und ich, wir haben da echt... Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich habe so viel Wahrnehmung. Wie viel soll man denn haben? 1000? Also ganz ehrlich. Ich kann sogar noch mal probieren. Ganz ehrlich, komm. So. Tschüss. Gut so. Ja, diesmal konnte ich es nochmal machen. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal konnte ich das nicht nochmal machen, bin ich der Meinung, dass das da ausgegraut war. Da konnte ich nur noch das Bewegungsding machen. Hm. Da hatte ich die Option nicht. Sehr eigenartig. Ich kann es hier nicht sagen. So. Wenn wir Glück haben, ist das jetzt der vorletzte Kampf. Ja, bei diesem komischen Kobold müssen wir wieder 100% Trefferchance haben. Hm. Der Eierkopf. Oh, das war gar nicht. Ich wollte eigentlich den Flächenschadenattacke. Ups, das war sie nicht. Na toll. Jetzt brennen wir auch noch. Ah, das ist blöd. Wir haben nichts dagegen. Scheiße. Tangling sind dabei. Das Gute ist, das Brennen hört ja, glaube ich, auf, wenn wir durch sind. Also das bleibt ja nicht. Ja, spätestens, wenn wir tot sind. Boah. Okay. Ich muss gleich wieder heilen. Nee, hau den jetzt weg. Ja. Achso, du meinst dann, ja, dann schon. Aber komm, wir haben ja noch. Also das ist jetzt nicht so schlimm für ein Dungeon. Also ich brauch's nicht. Brauchst du jemand? Nee, nö. Okay. Schön. Toll. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ach doch, ich hatte schon einen Gegenstand, ne? Oder? Muss mal gucken. Oh, ich kann den tatsächlich gebrauchen. Ich habe noch gar keinen Gegenstand an der Stelle. Kannst du mir den noch geben? Ich denke ja. Warum was denn? Messingkompass war das, ne? Ja. Yay. Wusste ich gar nicht, dass ich da noch gar nichts habe. So. Bereit. Du hast sogar, guck mal, du hast noch ein Fokusblatt, falls dein Fokus alle ist und du noch benutzen möchtest. Also wenn dein Fokus dann alle ist. Stärke. Also das sollte sie eventuell machen. Jep. Achso, ich könnte auch Dietrich benutzen. Jo, wenn das geht. Komm, dafür habe ich sie ja dabei. Warum kriege ich keinen Erfahrungspunkt? Weil ich die benutzt habe. Ja, aber Elke hat doch auch einen bekommen. Echt? Oh, das ist gemein. Vielleicht, weil es aufgeteilt wird und die dann halt gucken. Oh, Moment. Na, es stand doch da. Ja, das ist zu gut. Warum dürfen die wieder anfangen? Gut, gegen Wasser bin ich immun, das ist schon gut. Nicht so gut. Ich wollte erstmal die Minions ausschalten. Die übrigens bei mir immer Parkinson haben. Also ich so kann halt den Flächenschaden machen, der macht aber insgesamt nur 9 oder ich mache halt 12 Schaden bei einem. Ist vielleicht besser gerade. 9? Ja, 9 wäre der Flächenschaden, aber ich denke auch nur bei dem in der Mitte. Ich glaube, die daneben, die kriegen nicht 9 ab. Ich kann 14 Schaden anrichten mit einem Angriff. Ich bin nach dir dran.
Also vermutlich kann man dann einen von den Minions ausschalten. Ja, aber nur wenn ich normal angreife, würde ich sagen. Wie gesagt, der vielleicht Schaden macht nicht viel. So, jetzt kannst du weghauen. Ist vielleicht besser so. Yay. Voll den coolen Stab, ey. Okay. Das ist so ein Seestern, ist das als Stab. Geil. Das ist wirklich hübsch, ne? Boah, den hätte ich gerne. Wenn ich ihn nicht brauche, aber... So, kann man gar keinen Schaden machen jetzt bei dem. Ah, ich bin benommen, verdammt. Nee, ist wieder der Spiegel. Leider. So, tschüss. So, Herr Merling. Wir hätten gerne einmal deinen Stab. Piu. Was du macht das nochmal? Na, Immunität ist... Alle Immunitäten sind weg, aber ich glaube, wir haben eh nicht wirklich welche. Was kann ich denn jetzt machen bei dem? Angreifen nicht oder muss ich den angreifen? Jetzt kannst du gar was ganz Billiges machen, weil der kontert jetzt alles, was du machst. Kontert der. Oder vielleicht sogar nur mal... Nee, alles. Schaden des nächsten Angriffs ist alles weg. Jo, so. Jetzt ist er frei. Ja, aber auf jeden Fall konnten wir das jetzt so auflösen, ja. Okay. Ja, deswegen. Also man muss einmal gegenhauen und das war's dann. Piu. Sehr schön. Ja, das scheint doch machbar zu sein hier. Jo. Rüstung ignorieren könnte ich noch machen. Nö. Ja, fein. Hui. Nicht so fein. Aber du bist gegen nass immun. Das ist ganz schön. Ja, kann nur das machen eigentlich. Ah, nein, nein, gedingst. Gedingst. Vielleicht greife ich den jetzt an und gehe dann die Gefahr ein, dass er mich angreift und platt macht. Oder ich heile. Wie viel Schaden machst du denn? 14 bei perfekt. Ja, dann mach doch einen Fokus drauf und... Weil du hast ja den Fokus. Ja, aber das reicht ja nicht. Also, das muss ich schon einen Crit hinbekommen. Gut, ach so, na gut, dann heile. Dann mach Heilung, oder? Ja, wir haben noch ein Blatt, das ist natürlich auch doof. Naja, er greift einen anderen an. Ach so, er macht den Dingsschaden. Ah. Ja, dann hau ich den jetzt weg und du haust nochmal drauf und dann ganz gut. Ja, genau. Sehr schön. Da war er dämlich. Das sollte klappen. Ja, er hat Angst. Ich verstehe es ja. So, kriegen wir den Stab. Stab, 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 Stab. Du hast Levelaufstieg. Na, perfekt. Ja. Keine Elka auch, ne? Oder warst du das? Ne, du warst das. Ich? Yay. Schön. Elka aber auch bald. Yay. Yay. Glück, Brauch, Herausforderungen wie Glücksspiele und sowas. Ja, kann quasi jeder. Also sie hat Rüstung 7 und Widerstand 1. Sie braucht es nicht. Mal gucken, ob ich das gebrauchen könnte. Also ich könnte es gebrauchen. Ja, dann zieh an. Ja, deutlich besser als die Weste, die ich jetzt anhabe. Ich habe eine normale Lederweste an, die ist ja gut. Nix. Oh, nochmal. Kannst du sie wieder angucken. Was hab ich denn? Oh, von den Widerständen ist er gut. Ja, aber kein Ausweichen hätte ich. Und meine hat Wahrnehmung. Nee, dann kann ich es ja nicht nehmen. Elke brauchst du auch nicht, oder? Na gut, dann sammeln wir sie ein und verkaufen so. Oh, schön. Da, das ist so ein Spiegel. Ei, fein. Kannst du der benutzen. Nimmt den? Ist willst egal. Du den haben, oder? Ach Quatsch, nimm einfach. Anglerbogen. Ja, schau mal. Könnte ich mal keine zerbrechliche Waffe. Ja, ich nehme sie mal. Ja, die braucht keiner. Die kannst du verkaufen. Ja, schade. Ja, das Ding. Yay! Oh. Hurra! Haben wir noch nie gebraucht im ganzen Leben, aber okay. Ja, gut, mit dem Ding, wo wir jetzt unterwegs sind, können wir es eventuell gebrauchen. So, jetzt kommt der Boss, ne? Jetzt könnte ich tatsächlich ja mal den Glasbogen ausprobieren. Aber wenn er doof ist, ist auch doof. Was heißt denn, jetzt kommt der Boss? Wie, kommt jetzt nicht der Boss? Ach, war das gerade der Boss? Ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? Ach so, nee. Hä? Ja? Ja, dann packt ihr, holen schon mal raus den Glasbogen für den Fall der Fälle. Ich weiß es nicht, war es gerade der Boss? Also, da kommt auf jeden Fall noch ein Raum, das stimmt wohl, ja. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Boss gewesen. Also, er war ja schon ein dicker Max. Ach so, kann sein, dass es der Boss war. Dann habe ich nicht aufgepasst, sorry. Ja, dann lasse ich's. Meine Vermutung, ich weiß es nicht, ist...
Ja doch, jetzt kommt der Kistenraum, ne? Oder? Wenn es eine Kiste gibt, ja, wer weiß, was es da gibt. Vielleicht wieder Tentakel. Ibafui. Bist du bereit? Ich hab schon gemacht. Ach so. Ja, ich warte noch. Du wolltest jetzt den Bogen ausrüsten. Nee, weil ich glaube, wir sind wirklich durch. Ja, wir sind durch. Was ist das? Na, das Ding hier, was wir kaputt machen müssen, wie beim Chaos da immer, diese Dinger. Der uralte Brunnen, das bezieht sich auf... auf was? Talent. Talent hat sie tatsächlich, Elke, am besten, am meisten. Dann macht sie, ne? 77%, ja klar. Ja. Ja, perfekt. Und tschüss, uralter Brunnen. Bin ich jetzt mal gespannt, ob jetzt wirklich die Flut auch weg ist damit. Das Chaos ist geschwunden. Wir haben eine Chance. Es ist, wie ich befürchtet habe. Mit Hilfe dieser Wassertempel haben die Mehrlinge den Seekönig erweckt und er wirbelt jetzt die große Flut auf. Ah, Tsunami. Ja, die Flut ist immer noch da oben, ne? Verdammt. Ja, das wäre nicht so schön. Die Säuberung des Wassertempels hat sie etwas hinausgezögert. Hä? Finde die anderen Wassertempel und räume auch sie, um mehr Zeit herauszuschlagen. Ist doch gar nicht. Ist doch immer noch da. Denk dran, die Häfen vor Ort nach besseren Schiffen abzusuchen. Du wirst ein größeres Boot brauchen. Aha. Was uns, ach nee, der hat uns nicht den Scheiß gegeben. Du hast die Ankunft der Flut hinausgezögert. Mach weiter. Ach, das ist der neue Spruch? No. Der ist jetzt nicht so schön, ne? Nee, das andere war schöner. Ah, okay, die ist wirklich weg. Oh, und die, guck mal, da kommt so und so ein, wie heißen die? So eine Geißel. Geißel, ja. Geißel. Okay. Wir hätten ja noch einen Steinhelden. Oh, sehr schön. Na dann, Hünder. Oben ist Silberbach. Oh, erstmal einen Steinhelden mitnehmen, oder? Der bringt ein bisschen EP, sogar ein bisschen viel. Ja. Fokus können wir auch, kann Elke gebrauchen tatsächlich. Erstmal aufs Boot und dann darüber. So. Dann kriegt sie nämlich auch ein Level ab. Ja. Sehr schön. Natürlich doof, dass du jetzt dran bist. Ne? Ja, guck mal, ich kann einmal so rumfahren und dann kann sie es nehmen. So, weiter komme ich eh nicht. Also passt sogar. Ist denn eigentlich... Oh Gott, das nächste Jahr voll weit weg. Ach du Scheiße. Oh, und genau hier rechts ist noch eins tatsächlich. Wo? Na, klick mal das letzte an. Vor dem Boss da. Piratenhöhle? Genau. Gut. Die ist gleich hier rechts. Level 5. Hm, muss doch noch ein bisschen tun. Was sind die? Ach, die anderen sehen wir leider gar nicht, weil die hinter Wolken sind. Oder? Wo siehst denn du das Level? Huch, was ist denn jetzt los? Du brauchst nur die Maus drüber halten, dann über den nächsten Ort. Ach so. Ein guter Angelplatz. Du siehst einen Fisch aus dem Wasser springen. Hier eine Angel reinzuwerfen, könnte sehr befriedigend sein. Schade. Oder auch nicht. Oh, aber es gibt trotzdem was, oder? Nee, okay. Naja. Wir wollen gerade nach Silberbach, ne? Ja. Wollen wir das Schiff hier mitnehmen, was da gleich kommt eigentlich? Da links? Nee, das oben, vor Silberbach, dachte ich. Das Piratenschiff. Genau. Ah, Freibeuterschiff heißt das. Ja, Freibeuter ist so ein Piratenschiff, oder? Also, ich komme nicht so weit, du kannst entscheiden. Ja, ja. Ich würde das gleich mal angucken. Was ist denn das hier? Das ist man gar nicht. Wow, ich kann mich einen Schritt bewegen. Mensch, krass. Das ist Level 3. Wir sind Level 3, ja. Immerhin. Warum kämpfen wir eigentlich bei uns auf dem... los. Damit sie es kaputt machen dürfen. Oh, wir haben sogar nur 3 Punkte. 3 HP vom Boot. Oh Gott. Oh, scheiße. Oh, tut das weh. Bleibt das Gold weg. Oh Gott, das war viel. Oh, das tut weh. Okay. Nein. Ach, scheiße. Oh, die Diebe müssen weg. Oh Gott, das ist ja richtig böse, wenn die uns jetzt alles Gold klauen, was wir in dem Tempel gefunden haben. Oh nein. Gut, merken wir uns, Piratenschiffe betreten wir nicht, wenn wir ganz viel Gold haben. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Kacke. Oh Gott, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, du musst dich heilen. Bin ich tot? Ja. Ja, ich habe noch ein Goldesbad, also, ne? Ja, das sollte reichen, hoffe ich. Was mache ich denn jetzt? Na, das macht ja nicht viel Flächenschaden, scheiße. Gar nichts.
Oh, okay, so viel halt's auch nicht, verdammt. Im Notfall müssen wir wegrennen. Oh, sehr schön. Ja. Oh, oh, gut, dass der Diebstahl gerade viel gestanden hat. Obwohl, sie hat eh nichts mehr. Und der haut ab. Na toll. Frechheit. So, jetzt hauen weg. Oh Gott, ey. Oh, so ein Arsch. Die hatte so viel Geld. Ja, das sag ich dir. Gib doch das ihr komplett, damit sie es wieder hat. Ach so. Ja, Pech. Ich gebe ihr gleich einfach was rüber, damit sie auch ein bisschen Geld hat. So, Stechen, Parieren, Riposte. Okay, das ist gut. Crit Chance plus 5, Geschwindigkeit. Ich rüste das mal aus. Bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir noch den doofen Vogel da im Weg. Obwohl, gute. Wow, super. Richtiges Würfelglück im Moment. Okay. Ah, den Vogel sollten wir eigentlich schaffen. Schwarmwütende Möwe, Level 3. Vielleicht kannst du ja auch einen Hinterhalt machen. Ja, kann ich schon. Aber manchmal schon witzig. Hallo, hier sind die schwarmwütende Möwen. Jetzt haben wir wieder Piraten. Ja, ja, warum gehen die immer auf mich drauf? Puh. Wenn wir Pech haben, beklauen die uns gleich wieder, wenn die das auch können. Obwohl, sie sind keine Diebe, oder? Ja. Flächenschaden ist ja gerade nicht so doll. Ja. Mann, ey, ist ehrlich. Tja. Das war nicht gut. Nee, extra einen Fokus benutzt. Schade. Aber kann sie nicht im Flächenschaden? Dann ist er vielleicht. Ja, ja, klar. Haus weg. Sehr schön. Wunderbar. So, das ist doof, bei den Flächenschaden lässt du da perfekten Angriff raus. Das ist gemein. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Wenn es dann wenigstens auch anzeilig wäre, aber naja. Das wird besser. So, tschüss Möwe, hoffe ich. Ja. Boah, Crit. Sehr schön. Den macht er fertig. Jo. So. Auf die Fresse. Wie die Möwe da liegt, das ist irgendwie niedlich. Alle Viere von sich gestreckt. So, dann soll sie jetzt mal die Münzen einsammeln, damit sie das Geld jetzt kannst du, ich habe ihr doch gerade Geld gegeben. Da siehst du doch. Ohne Schatzkarte. Yay, wunderbar. Die habe ich schon, kannst du verkaufen. So. Oh, ab nach Silberbach. Yay, gibt's Quests? Also erst einmal Gottesbad, ne? Ja, auf jeden Fall. Nein, ich kaufe mir erstmal die Knochenpfeife. Dann noch Gottesbad. Boah, das ist schon die zweite und wir haben nicht mal eine. Ja, ist wichtig, ne? Also ihr solltet zusehen. Kostet 80, könnt ihr euch beide leisten. Oh, jetzt kann ich nicht mehr schlafen in der Stadt. Oho. Es gibt hier eine Quest für ein Saphirschwert. Ist 40 körperlicher dich? Schaden. Oho, ja. Okay. Dann nimm. Oh Gott, ich hab voll weg. Am Arsch der Welt. Toll. Na, immerhin ist ein Jahrmarkt. Wie kommt er denn da hin? Naja, gut, früher oder später müssen wir da eh hin. Ja, wohl so weit ist das gar nicht. Sind wir auf den ersten Blick so. Stimmt. Geht. Ja, ich kann mich leider nicht ausruhen, ob ich das gleich nochmal müsste. Kann ich dir Geld rübergeben? Nee, ja, kann ich leider nicht. Kann Elke? Also, zwei Geld brauche ich. Ich kann dir keins geben, weil ich so weit weg bin, aber vielleicht kriegt Elke es mit dem Abstand hin, musst du mal gerade ausprobieren. Ich kann nur dir Geld geben. Okay. Ja gut, dann ist das halt so, müssen wir noch eine Runde warten. Wir haben ja Zeit.
Oh Gott, jetzt regnet es auch noch. Mensch. Okay, Markt. Was gibt's denn? Ich könnte auch noch mal... Achso, ich kaufe jetzt auch erstmal die Pfeife. Und gleich noch mal. Hm, große Fackel. Was ist das denn? Mhm. Das ist auch cool eigentlich, die Fackel hier. Ich glaube, das ist ein Stab. Bin mir aber nicht sicher. Was gibt's noch? Auch schick. Kauf mal. Achso, habe ich da noch genug zum Ausruhen? Muss ich mal durchrechnen. Dann würde ich nämlich auch noch mal Gottesbad kaufen. Ich muss ja. Achso, ich muss ja sogar nur meditieren. Na gut, kostet 40. Denkst du, was du mir 2 Gold gibst? Moment. 2 brauchst du? Ja. Warte mal, ich gebe einfach mal 5. Oh, ist aber nett von dir. 28. Das Gottesbad kostet. Also, das kostet 14 hier. Das Gottesbad kostet 17. 17 plus 14 ist mehr als 28, ne? Mm, ja. Mist, dann kann ich es nicht. Na, dann so Pi mal Daumen. Aber ich rechne das eben nochmal nach. Achso, Moment, aber ich kann ja Sachen verkaufen. Ich habe ja ganz viel im Inventar. Das hier zum Beispiel. Oh, das bringt sogar einiges. Okay. Hm. Ja, kann auch weg. So, dann kann ich auch das Gottesbad kaufen und das gebe ich ihr dann gleich. So. Okay, dann bin ich hier durch tatsächlich. Und kann auch nichts mehr machen. Sie wird sich wahrscheinlich auch nur die erste Pfeife kaufen können, mit dem wenigen Geld, was sie hat. Ja. Ich habe dir das Gottesbad mal rübergegeben. Das ist aber nett. So, jetzt hat sie natürlich noch ein bisschen Geld für anderes Zeug. Große Fackel ist. Ja, was ist denn das? Kann ja nur ein Stab sein, ne? Hm. Ne, ich glaube nicht, dass ich noch was kaufen kann. Eventuell noch ein Zunderbeutel. Oh, das wäre vielleicht auch eine Idee, ja. Haben wir auch noch 2. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für unterwegs. Ja. Und noch einmal Eier machen. Schön. Ich schlafe auch noch mal hier. Dann könntest du vielleicht zum Floß gehen. Mhm. Ja, dann müssen wir das natürlich im Hinterkopf behalten, dass wir uns ein größeres Schiff kaufen sollen. So wie Hildebrand gesagt hat. Oh, was? Kleewiese. Du entdeckst eine kleine Wiese voller Klee. In jedem Kleefeld befindet sich ein einziges vierblättriges Kleeblatt. Außer dort, wo keins ist. Okay. Yay! Ich hab echt ein Kleeblatt. Echt ein vierblättriges? Cool. Mhm. Klee des Feiglings. Ungewöhnlich. Verspeise diesen Klee, um sofort aus jedem Kampf zu fliehen. Aber setz im nächsten Zug aus. Aber flieht dann die Gruppe? Nee, nur ich wahrscheinlich, ja. Naja, gut. Also ich kann einmal abhauen. Schön. Achso, und danach kannst du dann wahrscheinlich nicht bewegen auf der Karte. So meint ihr das? Ja, ja. Denke ich. Achso, sollte ich euch abholen? Ich hoffe. Ja. Okay. Wie kommen wir denn da jetzt hin so am dümmsten? Wir müssen ja eh hier nach rechts, auch wegen dem einen... Ja, dann würde ich jetzt quasi Richtung... Ja, warte, bevor du irgendwas machst. Da oben ist noch eine Seehöhle, Level 4. Dungeon wieder. Oh, wollen wir die mitnehmen? Eventuell. Okay. Weil ich mein Level müssen wir sowieso, da führt kein Weg drum herum. Ich hoffe, du kommst an einem Schiff da vorbei. Ja, hoffe ich auch. Bock auf scheiß Piraten wieder. Nee, auch nicht mehr. Obwohl wir jetzt eh kein Geld mehr haben, aber trotzdem. Aus Prinzip. Oh, da hinten ist auch schon wieder ein dunkler Jahrmarkt, aber wir haben leider immer noch keine Tickets. Oh, wir sind schon deutlich über der Zeit. Also Leute, die Seehöhle hier machen wir dann in der nächsten Folge. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Bye, bye. Tschüss.